Hallo liebe Trainer von MFS Fußballtraining TV. Wir haben auf unserem Portal ja wahnsinnig viele Übungen und wir wollen jetzt natürlich schauen, wie man diese Trainingsübungen optimal umsetzen kann. Ganz wichtig ist dabei die Trainingseffizienz, so bezeichnen wir es. Dadurch, dass die Kinder natürlich wahnsinnig schnell lernen, also ich sage immer, das sind wie Schwämme, die aufsaugen, müssen wir sie mit Trainingsinhalten füttern und natürlich dafür schauen, dass sie eine wahnsinnig hohe Schlagzahl an der Übung haben, um diese Finden oder Passübungen, was auch immer, schnell zu lernen. Und dazu ist die Trainingseffizienz von entscheidender Bedeutung, sonst bringt mir der Inhalt eben auch nichts. Wir müssen mal schauen, was hier genau die entscheidenden Punkte der Trainingseffizienz ist. Wir haben hier schon aufgeschrieben, die Trainingszeit optimal und effektiv zu nutzen. Dazu würde ich als Trainer immer vorschlagen, am Anfang hole ich die Kinder immer zusammen zum Training, bevor es losgeht, und verteile erstmal an jedes Kind ein Leibchen, damit ich sie besser, schneller einordnen kann auf dem Platz. Dabei sollte eben jedes Kind auch einen Ball haben. Man stellt sich vor, ich schieße den Ball irgendwo ins Gebüsch rein oder den Zaun, der Ball ist weg und dann fehlen mir in kürzester Zeit viele Bälle. Das heißt, pro Kind mindestens einen Ball. Optimal ist natürlich, wenn ich mehr Bälle zur Verfügung habe, weil ich einfach weniger mit Ballsammeln beschäftigt bin und mehr mit dem, was eigentlich wichtig ist. Jedes Kind ein Leibchen anhaben, für die Struktur haben wir auch schon drinnen. Die Tore sollte ich im Training nicht gegenüberstellen, sondern ich sollte sie nebeneinander stellen. Hat einfach den Vorteil, dass ich als Trainer in eine Richtung blicke und alle Kinder im Blickfeld habe und eben so besser erkennen kann, wer einen Fehler macht und wer nicht. Und ich mich somit nicht von den einen immer abwende und die anderen sozusagen nicht im Blick habe, auch aus disziplinarischen Gründen. Wenn ich die Tore nebeneinander stelle und am besten noch hinter einen Zaun zum Beispiel, dann gehen die Bälle eben auch nicht 500 Meter weg und es dauert ewig, bis das Kind den Ball wieder hat, sondern werden die Bälle vom Zaun aufgefangen und damit können wir möglichst effektiv trainieren. Alle Übungen, die ihr auch im Training seht, sollten eben als Zweischussübungen sein. Das heißt, wir laufen auf der einen Seite Richtung Tor, machen einen Trick, schießen aufs Tor und kriegen dann den zweiten Ball zugespielt. Damit haben wir mit Zweischussspiel immer die doppelte Schlaganzahl und der Spieler holt sich am Tor den Ball und tauschen dann die Positionen. Damit habe ich wenig Standzeiten und sehr, sehr viel Wiederholungsanzahl. Wir werden uns das im Detail dann nochmal in den einzelnen Kategorien anschauen. Zwischen den Übungen, nicht immer, habe ich die Möglichkeit als Trainer alles vorher schon aufzubauen auf dem Fußballplatz, sodass ich nur von einer Übung zur anderen gehe. Oft muss ich umbauen oder einer anderen Mannschaft ausweichen. Wenn ich umbauen muss, dann macht es immer Sinn, den Kindern Aufgaben zu geben, während ich umbaue, damit sie zum einen nicht Blödsinn machen und dass wir natürlich auch die Trainingszeit nutzen können. Das heißt, ich sage den Kindern dann immer, wir üben jetzt eine Schussfinte, immer anlaufen, Schussfinte rechts, wieder anlaufen, Schussfinte links oder den Ball hoch zu jonglieren oder hoch zu werfen, Dropkick stoppen. Dazu gibt es jede Menge Aufgaben, die wir euch dann auch nochmal im kurzen Video zusammenstellen können. Genau, die Umbauzeiten mit Aufgaben füllen. Viele Trainer holen ihre Kinder zusammen und machen dann erstmal die Besprechung des Wochenendes auf dem Trainingsplatz. Und da geht natürlich wertvolle Trainingszeit verloren. Das können wir uns mit den Kindern nicht leisten und dürfen wir uns auch nicht leisten. Das heißt, solche Besprechungen, taktische Besprechungen gehören immer außerhalb des Trainings. Trainingszeit muss voll genutzt werden. Würde ich nichts über das Spiel verlieren, würde das entweder vor oder nach dem der Trainingszeit machen, sodass keine Spielzeit verloren geht. Viele Trainer machen dann taktische Elemente mit Trockenübungen zum Beispiel und lassen die Kinder dann rumstehen und das führt natürlich auch nicht zum Ziel. Das heißt, taktische Übungen sollten immer aktive Übungen sein. Das heißt, es sollte immer während des Spieles praktisch taktische Elemente reingebracht werden, die entweder auch vor dem Training besprochen werden oder nach dem Training besprochen werden. Also immer im Live-Coaching, ohne die Kinder anzuhalten. Es macht zum einen keinen Spaß und die Kinder können sich weder körperlich noch technisch entwickeln. Daher taktisch ist Training eigentlich immer erst vor dem Spiel oder nach dem Spiel. Genau, der Trainingsplan sollte immer vorbereitet sein. Es ist relativ, also ich finde es sehr faszinierend, wenn man sich sehr gut vorbereitet für ein Training und die komplette Struktur vorab schon festgelegt hat als Trainer, sind die Kinder auch sehr viel aufmerksamer und sehr viel klarer. Wenn man so das ganze Sache so ein bisschen Freestyle aus dem Ärmel schüttelt, dann merkt man das auch an dem Verhalten Kinder. Das heißt, die Kinder scheinen das auch zu spüren. Deswegen immer gut vorbereitet sein, welche Passübung, welche Technik, welche Koordinationsübung, welche Abschlussspielform möchte ich denn umsetzen. Das ist ganz wichtig für den Trainer. Dann haben wir Elemente, die so ein bisschen mehr das Training auch noch beschäftigen, den hohen Durchlauf garantieren, schauen, dass wir, wenn wir jetzt in Richtung Tor eine Übung machen, dass wir eben da nicht 14 Kinder an einer Stelle anstellen und die spielen dann mich als Trainer an und die spielen dann quer oder eben zu viele Kinder an einer Übung haben, sondern schauen, dass ich mehr Tore verwende und weniger Kinder auf dem
auf einer Station sozusagen habe. Es gibt dann auch zu wenig, das werden wir uns auch nachher nochmal anschauen, sondern so, dass eben ein reger Durchlauf entsteht. Ich sage jetzt mal zwei oben und zwei unten neben dem Tor oder drei oben und zwei unten wäre der optimale Durchlauf. Dann sind die Trainings oder die Schlagzahl ist dann eben am optimalsten und effektivsten. Ganz häufig höre ich von Trainern, dass wir das Problem haben der Heterogenität. Das heißt, wir haben in jeder Mannschaft zwei, drei sehr starke Spieler, haben aber auch ein paar eher schwächere Spieler. Wenn ich jetzt in komplexen Passübungen einen starken Spieler mit einem sehr schwachen zusammennehme, dann ist der starke Spieler relativ schnell unterfordert, weil es ihm auch zu langsam geht oder auch nicht funktioniert. Deswegen schlagen wir immer vor, wenn wir mehr Übungen zum Beispiel auf zwei oder drei Tore aufbauen, dass wir die Kinder so ein bisschen, ohne es ihnen klar mitzuteilen, zu kategorisieren. Das heißt, dass die Stärkeren die Übung unter sich machen, die Schwächeren eher unter sich. Damit hilft man beiden Gruppen, weil die Schwächeren sozusagen unter ihresgleichen sind und nicht irgendwie deprimiert sind, weil der Starke sie mobbt oder weil der Starke ihnen permanent vorhält, wie gut er ist und wie schlecht sie sind, sondern sie praktisch mit ihrem Niveau trainieren und wir so auch besser korrigieren können. Die stärkeren Spieler werden somit nicht aufgehalten. Und wenn wir als Trainer diese Aufteilung gut machen, werden die schwächeren Spieler schneller besser und die besseren Spieler können ja nicht viel schneller besser werden, weil sie sind schon so gut. Das heißt, da sind die Grenzerträge des Lernens eben kleiner. Daher versuchen die stärkeren von den schwächeren Spielern im Training auch innerhalb einer Übung voneinander zu trennen. Genau, möglichst alle Übungen vorab aufbauen, ist klar, dann habe ich wenig Übergangszeiten, wäre natürlich optimal, ist aber nicht immer umsetzbar. Die Korrektur ist auch was ganz Wichtiges, wenn die Übung am Laufen ist und ich sehe, alle Spieler machen es verkehrt, dann halte ich natürlich alle an und zeige es nochmal allen im Detail. Wenn ich aber nur sehe, ein, zwei Spieler machen es verkehrt, dann würde ich eben nur diese ein, zwei Spieler aus dem Durchlauf rausholen und würde es ihnen nochmal alleine zeigen, ohne die anderen Spieler dabei anzuhalten. Ja, aber wenn die einen Spieler es schon können, müssen sie nicht auf die anderen warten. Also das heißt, die Korrektur rausnehmen und dann würde ich so wenig wie möglich anhalten und würde versuchen, im Live-Coaching die Kinder zu korrigieren. Das heißt, man muss anfangen, mit den Kindern dieselbe Sprache zu sprechen. Die lernen dann auch die Ausdrücke wie Schussfinte, rausdrehen, optimale Schussposition, Flugball. Und das müssen wir mit ihnen gemeinsam sprechen, diese Sprache, dann verstehen sie mich auch im Zuruf während der Übung. Und ich muss nicht ständig anhalten und alles sozusagen unterbrechen. Das heißt, viel coachen im Live-Coaching, den Kindern den Spaß lassen und die Bewegung lassen. Genau, herausnehmen des einzelnen Spielers. Wir wollen uns jetzt im nächsten, ich hoffe, das war jetzt mal ein kleiner Überblick, wir wollen jetzt im nächsten Teil auf die einzelnen Übungen eingehen, also auf die einzelnen Trainingselemente wie Passen, Technik, Koordination, Spielform und wollen uns mal anschauen, wie wir das am effektivsten machen können, abhängig von der Anzahl der Teilnehmer.